finde es ja generell super, dass Madeleine die Wildcard nutzt und auch in diesem Jahr wieder an den Start geht. Staffel 7 habe ich schon das Potenzial dieser jungen Frau gesehen. Und ich bin ja fest davon überzeugt, dass es heute ganz weit für sie geht. Ja, 5 Sprung, gar kein Problem. Jetzt ab ans Rad mit Stammrutsche. Oh, ist das die richtige Idee? Und sie wirkt schon wieder unsicher. Warte doch mal. Was ist denn wieder los? Naja, diese Technik mein da nur Gott. An einer Stange zu hängen, ja. Aber die ist gut unterwegs. Du bist also wirklich. Guck mal, wie die abtaucht unterm Stamm. Mein Gott, ey. Hast du das gesehen? Das ist aber wirklich ein schönes Blau, das North Carolina Blue. Ja, aber das ist nicht das, was sie da trägt. Nee, das ist ein helleres. Das ist so ein Baby-Taubenblau. Boah, ist die gut. Ist die gut. So, und diese Wildcard, ja, die hat sich jetzt schon gelohnt. Das ist die ist sensationell stark. Guck dir das mal an. Wollte jetzt auch schon wieder den direkten Übergang machen. Richtig gut drauf. Das ist bis hierhin eine Demonstration. Und Mädchen, jetzt pass auf. Jetzt keinen Flüchtigkeitsfehler. Davor hat sie auch immer ein bisschen Respekt. Vor den Balancegeschichten. Komm, hopp, hopp, hopp. Tick, 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 tock. Auf geht's, komm. So, komm. Kein falschen Vollgas. Tritt. Vollgas. Ja, aber sie macht das richtig. Ja. Richtiges Tempo. Zweitbeste Frau bisher am heutigen Super. Abend. Und ich sag dir was, sie oder später noch die Melanie Schmidt. Ja. Zwischen den beiden wird sich die das entscheiden. Aus. Tatjana Holz wird den Weg ins Halbfinale gehen. Die hat gefinisht, die hat den Buzzer gedrückt. Super gut. Oh. Warte. Du musst wirklich mal ruhiger werden, Nein, Junge. Stell dir mal vor, beide sind schneller als Tatjana Holz. Weil die geht da in der Bockstrakenzeit durch bis hierhin. Absolut. Aber selbst dann, glaube ich, dass Tatjana noch weiterkommt über die Top-13-Regel. Ihr Lieblingsessen ist Wurstschinken. Ah, nee, Entschuldigung, sie kommt aus Washington. Ja, aber der ist nicht lustig. Doch. Für mich als Hessen ist der sehr lustig. So, und jetzt ab an den Brillenweg. So, und jetzt werden wir sehen, ob sie tatsächlich schon in der Liga einer Tatjana Holz mitspielen kann. Egal, was jetzt noch passiert hier am Brillenweg, das ist schon nicht nur der weiteste Weg, was die Anreise betrifft für die weiblichen Teilnehmerinnen hier in dieser Staffel. Es ist eine sensationelle sportliche Leistung. Es ist eine super Kraftleistung, und? Die sie hier bisher abliefert. Ich habe von einem anerkannten Sportkommentator gelernt, man soll aufs Gesicht achten. Und gerade sah das im Gesicht alles noch ganz gut aus. Jetzt hintenrum. Das ist ja Wahnsinn! Und guck dir mal die Zeit an. Und ich meine sogar fast ein Lächeln gesehen zu haben. Das Gesicht ist so fokussiert. Jetzt komm, Kreuzgriff, super. Kreuzgriff. Jetzt nicht da rausrutschen und bumm, rüber. Schnellkraft, und Explosivkraft, boom, zack. Jawohl! Wie gut ist die denn? So, jetzt wie nicht gut rausfliegen. Ist die denn? Und rüber. Ja! Und hoch die Wand. Und dann schlägt sie Tatjana Holz. Und wird die zweite Frau am heutigen Abend, die buzzert. Was ist denn hier los? Ich fasse es nicht. Ich kann es nicht glauben. 17 Jahre jung und rasiert hier den Parcours, als wär's nix. So, und die hat die eine hoch. Idee von allem. Come on! Jawohl! 3 Minuten gut! Madeleine ist absolute Spitzenklasse! Hier auf dieser Startplattform stehe ich, ne, von Ninja Warrior Germany. Und da standen schon sehr, sehr viele Menschen. Und komplette Folgen mit Menschen auf dieser Startplattform, die gibt es hier bei RTL Plus. Oder kleine Schnipsel von unfassbar tollen Läufen von Athleten und Athletinnen, die gibt's hier. Also, ich würde da ja draufklicken, wenn ich du wäre.